Hallo, hier bin ich wieder. Zurück in neuer Frische. Gut, ich hoffe, ich habe euch jetzt ein bisschen Spaß bereitet. Die letzten vier Folgen. Dachte mir, das muss auch mal sein. Normalerweise bin ich nicht so und ihr werdet mich jetzt wieder in gewohnt monotoner Stimmlage hören. Ohne irgendwelche, ja, langgezogenen Vokale. Na, wobei doch langgezogene Vokale werdet ihr trotzdem haben, weil das liegt mir einfach. Okay, jetzt gehen wir aber gleich mal weiter. Jetzt muss ich mich nur noch ein bisschen ordnen, weil ich habe mir mein Video angeguckt, dachte mir, oh Gott, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Und jetzt schauen wir einfach mal, was hier alles passiert ist. Okay, also ich kann hier anscheinend auch einen Kristall einsetzen. Hier ist irgendwie alles zerstört. Naja, gut. Dann setzen wir erstmal einen Kristall ein. The shards can put this disease in remission, but there's only one cure. We need to finish what we started. Ja, da baue ich jetzt auch endlich mal drauf, dass, aber ja, dass es mal zu Ende geht, wäre jetzt ein bisschen dreist gesagt, weil ich mag das Spiel, ich finde es sehr schön. Aber ich denke mal, so langsam könnte man schon sagen, es nimmt schon seine Wendung eigentlich. Also wir haben jetzt hier alles einmal aufgebaut und dann nochmal aufgebaut. Und ich denke, ansonsten würde es jetzt irgendwie wieder ziehen. Von daher ist es schon gut, wenn wir da jetzt irgendwie mal eine Richtung finden. Aber vielleicht kommt jetzt auch noch die Hammerüberraschung und ich weiß noch nichts davon. Fragen wir erstmal, wie heißt der gute Mann? Rux zur Hafengitarre. What were we to think? They must have got her. Taken her back to her rightful home. So, also ich muss mal entschuldigen, schon mal im Vorhinein, ich bin heute ziemlich krank. Ihr hört's, ich werde wohl auch ein paar Mal husten. Ich werde, soweit es geht, die meisten Huster rausschneiden, aber ein paar werde ich wohl einfach nicht erwischen und dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Weil ich glaube, das ist auch nicht sehr angenehm zu hören. Gut. Wir schauen uns erstmal Fundament. Ach ja, den Schrein. Aufrüsten. Seems the gods recommended this place to all their friends. Oh, die Zugflucht abgeschlossen. Now all we need is one last shard. Aha. Jedes Bauwerk, na also. Also ich würde sagen, wir holen uns zuerst mal unser Geld ab. Also hier gibt es ja ein bisschen was zu holen. The Mercy. The Windbags ain't the only beast that drew a bad lot. Mhm. The Sanctuary. If we can build, we can rebuild. Okay, und das ist in der Pivot. Oh, Stufe 5, jawohl. The conscience. We haven't lost everything, long as we have that. Sometimes I want to ask him, why do any of this? But truth is, I don't want to know. So. Also gucken wir nochmal schnell nach den Waffen. Ach ja, dieser Mörser. Der war ganz nett, aber irgendwie auch nicht so. Also nennt mich altmodisch, aber ich bin immer noch für den Bogen. Der Spieß hingegen gefällt mir sehr gut. Den behalten wir. Und dazu würde ich tatsächlich den Schuss wieder nehmen. Weil er doch sehr effektiv war. Jetzt gucken wir hier mal rein. Das müsste jetzt alles noch so einigermaßen passen, denke ich. Ja. Mhm. Sehr schön. Stay absent is like drinking a cool breeze. Just don't go spitting needles everywhere. Nee, hatte ich eigentlich nicht vor. Think the gods are gonna help. Meine ich, die Götter stehen mir mal. Ich bin mir nicht sicher. Götten des Verlusts und der Sehnsucht. Oh. Lenken Angriffe willkürlich ab. Garmath. Garmath. Messia. Ja. Ein paar mache ich an, damit es nicht allzu leicht wird. Weil ich bin ja heute fit, denke ich. Ja gut, naja, außer meiner Stimme natürlich. Und deswegen denke ich, können wir da mal ein bisschen Schwierigkeit reinbringen. Aha. Ne, schneller ist mir nicht so ganz recht. Aber 30% finde ich okay. Denke damit, seid ihr zufrieden. The Uras swooped down from the east.
At least now we know the way. Ich würde jetzt gern einfach mal das hier machen, also einfach mal weitermachen. Und danach würde ich sagen, probieren wir auch mal hier so ein paar Trainingsgelände wieder. Urzendra Gate used to lead down to the terminals. Now it leads up to the stars. Hey. Auch Zwölfsagenten sind bestimmt hinter dem letzten Splitter her, weil sie damit den von ihnen angerichteten Schaden wieder gut machen können. Na, da bin ich mal gespannt. One last shard. It's all we need to put this mess behind us. Ja. And mother, what a mess it is. Ei, vier. So kurz steuern. Mess like that could only been made by hand. Tag 1. Okay, interessant. Zolf said the calamity failed. And he's right. The Uras stand as living proof of that. Oh Gott. Nicht schlecht, heftiges Ding. Extrem heftiges Ding. Also das ist ja echt jenseits von der Böse. Okay, und das waren wahrscheinlich nur die einfachen Gegner. At the heart of the calamity was a simple idea. We never wanted to go to war again. Wanted to rule it out. Sehr schön. Dann nicht allerdings gleich nochmal. Bevor ich hier noch drauf gehe. Hier geht's nicht weiter. Jetzt schauen wir mal nach meiner Fall. Aber die Pflanzen hier, die sollte ich vielleicht auch sammeln. Ja, also. We put a lot of folks against that problem. Scientists, soldiers, spies, even me. Ja, jetzt geht's um alles. Und weiter geht's. We saw solutions far beyond the city. Tag 3. We traveled near as far as the kids going right now. Morgen. Da geht's. Nur ein Gegner. Also die Dinger sind heftigst. Und ja, ich weiß, heftigst ist kein Wort.